komm her, mein Schatz. Ist gut, ist an, Schatz. Gut. Ja. Ach, das Muckel kommt auch. Mhm. Das Muckelkind kommt das auch. Das Muckelkind kommt auch. Und setz dich hin. Setz dich hin, Schatzi. Oder leg dich hin oder setz dich hin, wie auch immer. Okay. Hinsetzen. Stiehlst du für die Show? Hinsetzen. Bist du ein kleiner Kalito, der uns immer die Show gestohlen hat? Ja, mein Schatzi? Setz dich hin. Setz dich hin, Schatz, komm. Ja, Mama haben mitgebracht. Wir haben euer Leckerli mitgebracht. Setz dich hin, Schatzi. Einfach hinsetzen, genau. Hallo, Freunde. Hallo, meine lieben Fans. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem Futol. Heute ist Donnerstag. Es tut uns leid, dass er heute nicht online kam, aber mir geht's nicht so gut. Und deswegen sind wir heute erst einkaufen gegangen. Und wenn ihr das seht, ist Freitag. Also für euch ist heute Freitag. Wir waren beim Ali und auch nur beim Hit. Aber bevor der Futol jetzt losgeht, kommt erstmal das Intro sowieso und nach dem Intro kommt erstmal eine kleine Werbeeinblendung. Und zwar stellen wir euch ein tolles Produkt vor, wo wir beide der Meinung sind, kann man ruhig im Haushalt haben, so ein Produkt. Ja. Weil ich war doch sehr überrascht und fast. Das Ergebnis hat mich doch sehr überrascht. Aber schaut selber, wer es nicht sehen will, einfach vorspulen, bis der Futol kommt. Und wer es sehen will, freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch das anguckt. Und wie gesagt, nach der Werbeeinblendung geht es mit dem Futol los. Hallo Freunde! Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Achtung, wieder Werbevideo. Die Firma Jimmy hat uns einen Milben-Vakuumsauger zugeschickt. Kannst du mal richtig, so, genau. Einen Anti-Mile-Vakuum-Cleaner BX6 Pro. Kabel gebunden. Ich packe ihn mal aus. Die Milben raussaugen. Ist mit UV-Licht, ne? Ja, genau, UV-Licht. Und während des Saugens gibt es ein Vakuum und dadurch saugt er das so richtig schön, als wenn es ein Vakuum-Cleaner. Also, da ist ein Vakuum-Cleaner. Ja, ein Vakuum-Cleaner. Ne? Wie viel Watt hat der denn? 600 Watt. 600 Watt, genau. Er hat ein Gewicht von 2,2 Kilo. Ja, der wiegt einiges, der wiegt einiges, also. Ja. Dabei ist erstmal eine Gebrauchsanweisung. Ist das Deutsch? Auch auf Deutsch. Auch auf Deutsch, okay, super. Dann ist ein Pinsel zum Saubermachen dabei. Ein Ersatz Hefefilter. Ja. Ist auch dabei. Mein Schatzimus. Da ist das Gerät. Liegt aber gut in der Hand, man kann es hier gut festhalten. Hier oben den Filter kriegst du, den für den Behälter, um Staub rauszumachen, kriegst du ab, indem kriegst du hochziehst. Einfach hochziehst. Genau, einfach hochziehst. Und da geht das alles da rein. Da geht's rein, Schatz. Ja, aber dadurch denn da rein. Ja, ja, genau. Hier ist das Behältnis für den Staub, was du auch alles mal rausholst. Hier ist der Hefefilter. Der lässt sich rausmachen, ganz einfach. Dann kann man ihn drehen. Doch, man kann ihn. Ich hab ihn doch schon. Natürlich, genau, natürlich. Genau, damit so. Man auswechseln kann. Damit genau. Man ihn auswechseln kann. Aber den kann man natürlich auch mit dem Pinsel. Man muss ihn ja nicht gleich. Es wird geschrieben, so nach 50 bis 80 Verwendungen soll man ihn schon mal wechseln. Ja, den setze ich jetzt hier einfach wieder drauf, drücke ihn fest an, setze das Ding jetzt wieder rein. Genau. Ah ja. Super. Es ist ein langes Kabel dabei. Und jetzt machst du ihn an. Jetzt mache ich ihn an. Ist auch relativ, ist ganz so laut, ist auch. Ach, da unten sieht man es. Nee, ja doch.
Mal gucken, was da rauskommt aus der Matratze. Du hast zwei Stufen, ne? Drei. Drei? Das ist jetzt wie Mama Power. Ach, das ist an und aus, okay. Hier kannst du die da ist, also hier unten ist an und aus und da sind dann die einzelnen Stufen. Also. Der zeigt dir auch an, wo er steht. Ach da, auf dem Display, ja? Display, ja. Und warte mal. Kann man sehen, hier unten, das ist rot. Ja, da ist eine. Da holt er was raus. Ja gut, das können wir dann machen mal aus, um zu gucken, was er jetzt schon so rausgeholt hat. Da. Das ist alles Staub in meiner Matratze, aber ob da Milben drin sind, das würde man erst unter dem Mikroskop sehen, oder? Kann ich dir nicht sagen. Die sind doch mega klein, wenn überhaupt. Ja, ja, ja. Aber ich meine, also, man sieht, was da rauskommt, ja. So an Staub und an Fusseln und so weiter. Man sieht da richtig so richtig klein, ein bisschen Sand, hat man das Gefühl, wenn man Sand sieht. Von dem kleinen Stückchen. Ja, so viel Staub hast du in der Matratze drin. Das ist aber auch eklig, ne? Naja, ist eklig. Man sieht, was dabei rauskommt. Nur für das kleine, von kleinen Stück, nur, ne? Nur von dem kleinen Stück. Ja. Ich meine, ist schon, ist schon enorm. Also bemerkenswert, sag ich mal so. Ne? Da meint man ja, wenn man sein Bett bezogen hat, vorstellt, ist das alles sauber. Ja, aber siehst du ja. Siehst du ja, ne? Genau. Wir bedanken uns bei der Firma Jimmy. Der hat jetzt auch einen Namen? Ja, er heißt Jimmy. Er heißt bei uns Jimmy, ja, genau. Ja. Bei uns haben ja alle Geräte Namen. Er heißt Jimmy. BX6 Pro. Genau. Wir bedanken uns bei der Firma Jimmy und auch nochmal lieben Dank für den tollen Support. Mailverkehr immer sehr freundlich, nicht aufdringlich, sehr freundlich. Und ja, lieben, lieben Dank. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Zusammenarbeit, die dann irgendwann kommen wird oder auch nicht. Ja, in diesem Sinne, was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Tschüss. Ach so, das ist alles in der Infobox verlinkt. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Blende ich euch hier unten ein und steht auch nochmal in der Infobox. Schlagt zu oder lasst sein. So, da sind wir wieder. Wir hoffen natürlich, dass euch das kleine Video gefallen hat. Wir sind mega, also Irmi ist... Ja, ich habe nie erwartet, dass das so so ein Ergebnis zeigt. Ne? Das war... Was man so in den Matratzen hat. Ne? Ja. Ob das nur Milben sind, ist ja egal. Aber der ganze Staub und. Ja, ich war sehr überrascht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das nicht wirklich was bringt. Bin ich ehrlich, ne? Warum soll ich das leugnen? Aber das Ergebnis hat mich doch ein bisschen umgehauen. Ne? Also, ja. Werden wir jetzt öfter mal machen. Vielleicht so quartalsmäßig, so alle. Oh, einmal im Monat oder oder dann, wenn ich die Betten beziehe. Ja, oder immer mal rübergehen, ja. Also ist schon, ja. Ja. Gut, wie gesagt, wir waren einkaufen bei Hit und beim Aldi heute nur, auch nicht viel. Nein. Es hat alles in eine Kiste gepasst. Ja. Genau. Ja, würde ich sagen. Fangen wir an, die Muggels warten schon. Wir fangen mit Hit Ulrich an. Genau. Da hatten sie im Angebot, war das nochmal extra verpackt? Oder war das nein, nein, das war nochmal extra verpackt. Okay. Da hatten sie im Angebot hier von, ja, ich mag zwar nicht die Restaurante-Pizza unbedingt, aber Umi mag gerne Galzone und die will sie einfach mal probieren. Ich hoffe, ihr könntet gut erkennen, wir sind nicht zu weit weg. Ja, also eigentlich nicht, ist die Einstellung wie letzte Mal, glaube ich jedenfalls. So, wenn nicht, schalte ich nochmal so rein. 1,99 war das jetzt im Angebot bei Hit. Ja. Und Gewinne, was können wir dann gewinnen? Ja, gut, wir brauchen nicht zu gewinnen. So, dann haben sie auch von Restaurante Piccolo Salame. Wir essen heute mal Salame. Es steht aber da Salame. Ach so, okay. Da okay, steht Salame. Alles gut, alles gut. Ich lese nur das vor, was ich ja, okay, alles gut. Was da steht. Ja, alles also, gut. Einmal Salame. Und zwar zwei kleine Piccolas. Piccola. Reicht für uns, ne? Weil wir teilen uns wie so eine Pizza. Ja. Ne? Also auch eine normale,
Dr. Oetker teilen wir uns, weil ich schaffe keine ganze, ich weiß nicht, würdest du eine ganze schaffen jetzt noch? Nee, auch nicht mehr. Und deswegen, ne, haben wir gesagt, ach, probieren wir mal die kleinen Pikulen, ist für jeden eine drin, der meckert, Kinder, deins ist größer, deins ist kleiner, da ist mehr drauf, da ist weniger drauf. Genau, und man könnte, die sind auch einzeln eingepackt. Ja, ja. Ne? Also dann, wenn jetzt Ille sagt, ich möchte jetzt keine Salame haben, sondern ich möchte lieber eine Margherita haben, dann kann ich eben halt... Aber das ist mit Käse und Margherita, ne? Mit Omachi, Foma, was steht da drauf? Piccola Margherita, reich an mit Mozzarella und Gouda-Käse auf knusprig dünnem Boden, tief gefroren. Für 1,90 € haben wir gedacht, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal probieren. Ich meine, ich bin von den anderen Artikeln von Oetker, die zwar etwas teurer sind, aber bin ich eigentlich mehr zufrieden. Es hat eigentlich auch noch nie irgendwo, dass es, wenn ich mal einen Fertigteig genommen habe, dass das daneben gegangen ist. Also, du warst ja auch jahrelang im Dr. Oetker Backclub. Ich war auch im Dr. Oetker Backclub, ganz genau. Ja. Aber irgendwann mal, die schicken dir dann vierteljährlich ein Rezeptheft, nicht Buchheft, zu. Zum Backen aber nur, ne? Nur zum Backen, ja, zum Backen. Gut, die Hotline, wo man einfach mal spontan anrufen kann, die gilt auch, wenn du kein Abonnent bist. Aber wie gesagt, ich war eigentlich, fand es eigentlich toll. Es waren sehr viele Inspirationen da an diesem Backclub. Ich will jetzt keine Reklame für Oetker machen, auf keinen Fall. Ich will einfach nur sagen, hat mir gefallen. Warum ich es dann aufgegeben habe, ja, man hatte irgendwann mal... Naja, hat ja auch gekostet, ne? Ja, gut, waren da im Jahr 24 Euro. Ja, aber 24 Euro haben und 24 Euro nicht, haben sind schon 48 Euro. Ja, Mutti, hast ja recht. Oder jetzt mein Fahrlehrer wieder sagen. Naja, also... Ja. Kann ich dazu nicht weiter was sagen. So, und dann geht's weiter. Dann hat Ille sich... Kiri. Und zwar frischer Familiengenuss. Pour toute la famille. Ich kann kein Französisch, aber mit vier Zutaten. Aber Familien, ja? Familie. Ich meine, das sind 150 Gramm. Familie. Wer soll denn davon zuerst was abkriegen bei einer Familie? Gut, wenn es eine kleine, wenn eine Vater, Mutter, ein Kind. Naja, aber das ist ein Frühstück. Aber ich mag das gerne. Mit Kiri. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir das da binden. Eine Zeit lang, ja. Dann hat Ille sich einen allnaturhessischen heißischen Handkäse Minis. Ja, war im Angebot. Eingepackt. Jungquarkig mit weißem Kern. Circa 3 Wochen vor Ablauf des MHD. Halb reif und mild. Circa 2 Wochen vor Ablauf. Reif und herzhaft. Circa 1 Woche vor Ablauf. Ah, so, der reift dann noch nach, ne? Ja. Und ich mag ihn gerne, wenn er ganz gereift. Ich mag diesen Kern eigentlich nicht drin. Ist ja ein Kern jetzt drin, ja. Und ich mag aber die, der muss richtig schön weich sein. Also so richtig schön. Ja, so richtig schön. So richtig schön. Dann unsere Eier vom Gutschmerwitz. Die haben sie wieder gehabt. Die haben sie nicht immer, aber... Hin und wieder. Und da hatten wir eine Unterhaltung bei Hit. Und zwar die Kassierer und Kassiererinnen. Ich will jetzt hier nicht anfangen zu gendern. Nee, die KassiererInnen sind jetzt eigentlich dazu verpflichtet, in die Eierbox reinzukommen. Hast du nicht René? Hat er nicht René geguckt? Nein, ne? Wir sind so vertrauensselig. Ja. Damals, als ich bei Real gearbeitet habe, wurde uns dringendst dazu geraten, immer in die Eierbecher hineinzuschauen. Eierkartons. Ja, und für den Kunden sollte es nicht die Kontrolle sein, ob da was drin ist, sondern es sollte die Kontrolle sein, ob die Eier noch gesund sind. ob sie heile sind. Ne? Also wir haben gesagt, ich schaue nur, ja, habe ich das schon gemacht, ich sage, ich schaue gerne nochmal. Aber man kann ja die Eier bei solchen großen Eiern, nimmt man sie raus und packt ein Überraschungsei rein. Hast du ja vorhin erzählt, dass jeder Überraschungseier rein hier packt? 6 Stück. Ja. Gut, der ist natürlich dann... Erwischt worden. Ist erwischt worden? Ja, ist erwischt worden, ja. Ja, dann haben wir unsere heißgeliebten Sonntagsbrötchen. Sonntagsausgehbrötchen. Sonntagsausgehbrötchen, genau.
Die sind nach wie vor, ich wiederhole mich jeden Donnerstag, jeden Freitag oder wann auch immer, die sind am besten. Die sind durchgebacken, es ist kein Knusprig. Es herrschen keine Hohlräume da drin. Nee. keine Hohlraumversiegelung. Wunderbar. Das kann ich empfehlen. Wer Hit hat, hat leider nicht jeder. Nee. Die Sonntagsbrötchen von Rewe, die ja hier mit Hit kooperieren, haben wir auch schon mal gemacht, aber die sind nicht so gut. Nein. Die sind nicht so gut. Was machen wir, wenn Hit nicht mehr da ist? Ne, der hält sich schon noch. Ja, I hope so. Doch, der hält sich noch. Doch, doch. Also unsere Brötchen. Ich schneide sie mal darüber. Gut. Ja, dann geht's weiter. Wir machen jetzt mal weiter in der. Das mache ich. Delikatesse Fleischsalat. Ille macht das jetzt. Genau, wir haben hier einen kleinen, sind auch trotzdem 170 Gramm Moos. Auch 170 Gramm. Ja. Naja, hat ja auch ganz, die Schüssel ganz schön voll, nein, die Kelle ganz schön voll gemacht. Ne? Aber 1,89 geht aber, weil im Angebot ist Delikatesse Fleisch. Bitte? Delikatesse Fleischsalat, 170 Gramm. Der sah heute sehr gut aus, nicht so trocken. Manchmal sieht er so trocken aus, aber er schmeckt halt sehr gut. Aber wenn er so trocken ist, schmeckt er nicht gut. Nein, das schmeckt er nicht gut. Dann geht's weiter. Huch, hier fällt der Käse schon raus. Gut, mein Käse auch. Das ist der. Das ist der Urige. Das ist der Urige. Der Allgäuer Urig. Deutscher Schnittkäse, der nach Maggi schmeckt. Ja, der steht hier nicht drauf, aber. Der ist lecker. So, der. Dann gab es hier den Heu. Ja, leckeren Heublumenkäse. Heublumenrebell nennt der sich. Da kann man auch die Schwarte, wollte ich gerade sagen, die Rinde mit essen. Ist der Heublumenrebell. Mega lecker. Also, ja, ich brauch keine Bose, ich brauch Nüsskäse. Reicht mir. Und für mich habe ich noch genommen, was haben wir gesagt, 5 Scheiben. Bombay. Letzte Woche der Käse hat nicht so. Der Beamster? Beamster. Oder Beamster. Das ist Bombay. Mhm. Ach so, Bombay ist Butterkäse, ne? Butterkäse. Okay. Packen wir hier gleich mal wieder rein. Der einzige von unseren Muckels, der Käse mag, ist mein Da Vinci. Der isst auch mal ganz gerne Käse. Ja. Und meiner ist gerne. Frittierten Tofu, ne? Ja. Meiner ist ein kleiner Halbveganer. So, dann haben wir hier noch mal, das ist das Muckelfutter? Ja, das Muckelfutter! Ja, die Teller sind da drin, kommst du rein? Muckelfutter! Was hat der Papa und die Mama hier? Oh. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Hier ist die Kacke am Dampfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da. Wartet. Mami macht. Sehr frisch. Ja, der hat noch richtig rosa Farbe, nicht grau. Hier nüchter. Ja. Jetzt hat sie. Da ist jemand im Hausflur. Ja. Und dann ist natürlich ein Geräusch, das nicht einzuordnen ist. Ja, wenn du dir das jetzt nicht wegholst, dann. Dann ist natürlich, wenn das Geräusch nicht. Willst du mal von dem Fuchs erzählen? Ja, genau. Ich gehe ja mit dem Muckel Da Vinci jeden Abend so eine Runde. Hast du ja gesehen, ne, im Video. Ich bringe den Müll runter. Hier, Muckels, hier. Ich bringe den Müll runter. Er wartet immer, wenn ich den Müll zusammenpacke. Hier, Muckel, hier, komm. Hier, oder wird hier oben essen? Wird es da oben. Ist nicht. Dein Bruder, der haut da rein wie. Der zieht es weg wie. Ja. Na, jedenfalls bringe ich den Müll zum Mülltonne. Und komme dann zurück. Dann steht er, macht die Tür auf, dann steht er unten und wartet schon. Und dann mache ich die Tür auf. Und dann guckt er so, geht so einen halben Katzenkörper, geht er raus.
Ich mache die Tür dann weiter auf, stelle mich dann hinter die Tür, oder nicht hinter die, vor die Tür. Und dann guckt er immer. Und dann guckt er so hier und da. Und vorgestern Abend merke ich, dass er sehr intensiv schaut. Es läuft bei uns vorm Haus auf dem Fußweg lang ein Fuchs. Der Fuchs war sauber, was man so sehen konnte, war nicht irgendwie dreckig oder sonst. Er tat so, als wenn er uns nicht gesehen hat und dackelte so an uns vorbei. Da bin ich ja, er hat ihn natürlich schon gesehen. Hatte sich schon ein bisschen versteckt, schaute nur mit dem Kopf so um die Ecke. Der Fuchs ging weiter bis zum nächsten Baum und drehte dann auf unserem Gelände, trat den Rückweg ein. Ja, okay, das wurde mir dann doch etwas zu bunt. Wer weiß. Na, jedenfalls habe ich ein bisschen mit Druck musste ich ihn dann wieder reinbringen. Hab darauf geachtet, dass die Tür richtig zu war, dass er nicht womöglich hinter uns herkommt. Ja, und dann hat der Junge mal das erste Mal in seinem Leben einen Fuchs gesehen. Aber wie gesagt, war sehr nahe dran, schaute, aber wirkte nicht ängstlich, gar nicht. Also, Muckel, das ist hier von deinem Bruder gefressen. Du hast deins jetzt unten aufgegessen, jetzt kommst du zu deinem Bruder und klaust das, ja? Und dein Bruder ist so dumm, der lässt sich das gefallen. Hier, Muckel, ess mal, komm. Ja, der Fuchs. Wir haben oft hier einen Fuchs, auch hier hinten im Garten. Im Garten, so, ja. Haben wir auch schon mal. Im Garten, ja. Ja, aber so an der Straße, ja. Nee, also der, wie gesagt, der ging so ganz locker, leger ging er dann da auf dem Fußweg. Ich habe gedacht, ja, was ist das denn? Erst habe ich gedacht, ein Hund. Aber man sah niemanden hinterherrennen oder so. Und dann habe ich mal ein bisschen genauer geschaut und dachte, Fuchs, sehr hübsches Tier. Ich glaube, so nahe habe ich ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich, wie gesagt, unten im Garten war er auch schon mal, ja. Ja. So. Ob es der gleiche ist, wissen wir nicht. Aber das wissen wir nicht, nein. Ob er vielleicht ein Bruder oder Schwester war, wissen wir auch nicht. Tante, Onkel. Mutti, Vati. So, okay. Lea. Hat er ja. Ja. Aber du, ach, ja, wir haben so. Wir sind mega süß und mega lieb, aber dumm. Sie sind einfach dumm. Ja, dumme Katzen. Aber ja, sind dumme Katzen, aber sie sind, dafür sind sie lieb. Ne? Ja. Eins können sie nur, entweder schlau oder und nicht lieb und dumm und lieb. Die sind dumm und lieb. Die nächste Story war dann, am Montag wird bei uns immer das Treppenhaus gemacht. Und dann hatte der junge Mann, der das Treppenhaus macht, hatte sein Handy an. Hat ein bisschen lauter angehabt und hat wohl Musik dabei gehört, weiß ich nicht. Jedenfalls passte das. Vivaldi überhaupt nicht. Allgemein? Überhaupt nicht. Gar nicht. Er rannte hin und her. Dann habe ich dahinter, hinter meiner Schlafcouch, habe ich so viel. Ich schick dir das Bild, oder habe ich dir schon geschickt? Hast du mir nicht geschickt? Ille, denk dran, das Bild jetzt hier anzuhängen. Hat ja letztes Mal auch gut geklappt. Bin stolz auf dich. Der krabbelt der. Da rein. Ich habe nicht gemerkt, dass er da rein wollte. Und plötzlich höre ich dann da Schaben. Und dann musste sein etwas korpulenter Körper musste in diese kleine Ritze. Nun gut, rückwärts kam er nicht wieder raus. Also muss er sich dann hochstellen und muss sich einmal um sich selber drehen, damit er mit dem Kopf nach vorne wieder raus kann. Aber es hat wirklich eine Zeit gedauert, bis er denn wieder da rauskam. Ich musste ihn sogar dann mal locken. Und das stellte sich auch als kleines Problem. Da habe ich nur zu ihm gesagt, ich sage, siehste, so ist das denn? Also du musst halt ein bisschen weniger essen. Ja. So, nur mal eben zwischendurch die Katzen. Wir setzen unseren Einkauf fort. Wir fahren nicht fort. Ford. Nein. Wir haben ein Fort. Klar mit eigener Sache. So, jetzt haben wir hier nochmal die Wurstabteilung. Ja, die Wurst. Da ist ja nicht, ne? Ist ja eigentlich nur. Ach ja, genau. Wir haben Norddeutsche Jagdwurst, 48 Gramm. Reicht vollkommen hin. Leona, ja, hast du hier noch mitgenommen? Leona. Leona mit Paprika. Nicht Ilona, sondern Leona. Sie steht halt auf eine Ona hinten. Und ich habe mir Reinhard Hähnchenbrustfilet in Aspik, Florida. Ja. Oh, sind genau 100 Gramm. Aha. Da hatte er so ein angefangenes Stück, so nur noch so, und schnitt die Scheiben auf und alle bröckelte so auseinander. Dann habe ich gesagt,
Möchte ich kleinlich sein, aber ich hätte gerne ganze Schalen. Nini sagt, da habe ich schon gesehen, ich schneide ein neues Stück auf. Ja. Um 14.27 Uhr hat er das aufgeschnitten. Weil jetzt haben wir schon 16 Uhr. Ja. Ja, also, ne? So, das war's. An Wurst. Dann hat er hier noch eine Müllermilch Limited Edition. Typ Schwarzwälder Kirsch. Oh, wenn er das, wenn ihr, wer mag sowas? Von wem ist das? Von Müller. Ach, von Müller. Nur für kurze Zeit, aber die ist so lecker, die Schwarzwälder Kirsch. Die schmeckt richtig nach Kuchen, ne? Ja, die schmeckt nach, richtig nach Schwarzwälder Kirsch, ne? Also. Ist Alkohol auch drin? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Ja, aber in die Schwarzwälder Kirsch gehört auch Alkohol rein. Und da, immer dran denken, die haben jetzt Pfand, ne? Nicht einfach wegschmeißen. Und die haben Pfand. Du hast so, mein Kuchen hast du ja auch noch nicht, ne? Die musst du ja auch noch. Ja. Ja, dann muss ich noch schneiden, ja, ihren Kuchen. Geschnitten ist er schon, gegessen ist er auch schon. Den Fail, aber trotzdem lade ich ihn hoch, ja. Rockstar. Das kam mir aus der Pistole geschossen. Also wenn wir die übt haben. Ja, haben wir nicht. Was hast du denn schon wieder? Ein weißes Haar. Ja, du, na, wo warst denn du? Ich war schon älter. Ich bin schon älter. Tropical Orange, Passionsfrucht. Rockstar, die mag ich ganz gerne. Monster mag ich nicht. Monster ist mir definitiv viel zu süß. Aber die war jetzt im Angebot, enthält Vitamin B natürlich. Da ist also Vitamin B wahrscheinlich dann vorbei. Und Ginseng und Taurin, ja. Mit Fruchtsaft. Ja. So, ich packe mal eben ganz schnell mal hier ein bisschen was rein. Damit wir Platz haben. Für die nächste Runde. Der nächste rein, der nächste. Jetzt muss ich das Nummern gürteln, ne? Muss jetzt hier so lang laufen, ne? Ne, Nummern gürteln? Mal gucken. Nummern gürteln. Wer zieht jetzt hier die Nummer? Hier. Machen wir doch gleich an. Platz. Und dann fangen wir erstmal an mit den. Fangen wir erstmal an. Ja. Mit denen. Ja, genau. Wir sind jetzt bei Aldi. Hit ist, liegt hinter uns. Hinter uns liegt Hit. Ja, und vor uns liegen jetzt die Pfannkuchen. Berliner Pfannkuchen, Berliner Krapfen. Bitte? Wer? Wo? Ach, Muck. Ach, der will raus. Ach, Mucke. Und da wir ja einen Kaffee haben, haben wir gedacht, ist. Bitte sehr? Gönnen wir uns mal einen Pfannkuchen, ne? Ja. Wenn meine Frau den Muggel rausgelassen hat. GmbH. Ja. Arme Omi. Hashtag Arme Omi bitte wieder, ja. Also. Hoffentlich komme ich da gut vorbei. Natürlich, du bist doch schlank und rank. Und nicht zusammen dünn. Da kannst du dich auflassen. Es ist heute so schönes Wetter. Sun is shining and the weather is sweet. Make you want to move your dancing feet. Hier keine Beine anstupsen, sonst habt ihr da ein bisschen Probleme. Dann wackelt es euch am Kopf. Dann fahrt ihr ein bisschen Karussell. So, dann wollen wir mal rein, ja. Ja, Prost. Prost. Prost Pfannkuchen. Prost Berliner. Auf frisch ist er. Prost Berliner, Prost Krapfen, was auch immer. Der ist frisch. Der ist frisch, ja. Schmeckt, schmeckt sogar. Schmeckt. Das war noch heiß. Was denn jetzt? Ach ja. Der sah aber auch schon frisch aus. Ja. Der sah aber auch schon frisch aus. Ich reiche dir mal ein. Bitte sehr. Wir müssen das süß. Moment. Tradition fortführen. Das ist lecker, ne? Ja. Das ist wirklich lecker. Ja. Wenn man hier ein, dann wird ja nicht, sind die anderen nicht mehr lecker. Wo bin ich jetzt in meinem Kuchen? Sitze ich da jetzt drauf? Oh. Warten jetzt.
Nee, was suchst du denn? Mein Hier ist dein Tuch. Und du hast eins? Ja. Ich hab schon eins in der Hand. So, apropos Brilliken. Berliner. Nee, Quatsch, apropos Berliner. Krapfen. Pfannkuchen. Ich habe eine Frage ans Publikum. Kennt ihr Brilliken? So, mehr sage ich dazu nicht. Die Norddeutschen, sprich Christa, Städte, die wird Brilliken kennen. Mhm. Vielleicht auch die eine oder andere, ich weiß es nicht, aber schreibt es mal in die Kommentare. Und lieben Dank für den Olivenhain. Wunder, dass ihr alle so schlau seid. Ich habe noch nie davon gehört. Ich kenne eine Allee, aber einen Hain. Naja, ich kenne Heini, ja. Die Allee ist ja, die ist ja, da steht rechts und links, rechts und links, rechts und links, ja, auf einer Spur. Aber das ist ja im Ganzen, steht vielleicht auch in Reihe und Glied, aber eben halt... In Griechenland, ja. Die Olivenplantagen. Genau, genau. Ja, und ich habe das eher so eben so spontan so aus dem Lameng, ohne vorher Google natürlich zu fragen. Omi ist schlau, Omi ist wirklich schlau. Sitzen im Auto und sie sagt, und da sprachen sie von einem Olivenhain, da ging es um Urlaub und so weiter. Hm. Und ja, sagt, was ist das? Noch nie von ihr gehört. So ist das. Omi ist echt schlau. Nicht immer, manchmal. Aber wenn ich Fragen habe, du kannst es immer beantworten, ohne... Oder manchmal sagst du, da muss ich selber gucken. Ja. Also, hast du schon aufgegessen? Der ist so lecker. Pass auf. Ist lecker, ne? Mhm. Mhm. Ist lecker. Ist lecker. Mhm. Ich geh noch weiter. Ja, ich weiß. So, dann. Also, Brot, unsere Heidi kriegt zurzeit überhaupt nicht. Dann hatten wir vergangene Woche ja das mit Möhrchen gehabt. Verträgt sie nicht. Jetzt hat sie sich hier ein Mehrkornbrot mit 15% Roggenanteil. Vital und fit. Dadurch, dass wir nicht so viel Brot essen, reicht es auch einfach hin. Ja. So, dann geht's weiter. Ja, dann hatten sie im Angebot gehabt eine Mini-Maispoulade. Reicht gleich. Maispoulade goldgelb, ohne Hals und Innereien, mit mindestens 50% Mais gefüttert. Das ist gut. Das sind hier jetzt 1200 Gramm. 1200 Gramm. Ja, reicht. Vollkommen hin. Ja, die müssen gar nicht mehr größer sein. Da kriegen die Katzen noch voll. 4,99. Ja, war im Angebot, genau. Dann hat Ille noch vor, irgendeine Zauberei mit Hackfleisch zu machen, ja, halb und halb. Angebot, deswegen habe ich es mitgenommen. Oh, das ist kaputt, ist offen, ne? Das ist jetzt beim Transport das jetzt, kaputt. Ja, das gegangen. Ist jetzt beim Transport kaputt. Ja, ja. Das war vorher nicht offen. Wurde ja heute sowieso verbraucht. Also, der Tropf da raus. Tropf da raus? Hier? Tropft es da nicht raus? Also, okay, also hier ist Hackfleisch gemischt, halb und halb. Was denn? Das ist nur oben drauf. Nee, ist gut. Ja, wir haben so viele kleine Tomaten, die wurden jetzt schon so ein bisschen schrumpelig und da habe ich gedacht, okay, da habe ich die gestern alle durch den Schredder her, also hier so diesen Schredder, habe mit meinem Knoblauchöl, was ich selbst gemacht habe, werdet sehen, wir müssen leider auf den Kochkanal gehen, Knoblauchöl mit reingemacht, mit richtig Knoblauch drinne. Oregano, mein selbst zusammengemixtes Salz. Oh, so lecker. Und dann mache ich heute entweder Spaghetti mit Hackfleisch noch dazu in die Tomatensauce oder eine Lasagne. Mhm. Aber ich denke eher Spaghetti, ne? Genau. Mhm. Ja. Weil so eine Lasagne, das macht mal so viel Arbeit. Ach, naja, Maus. Ist aber so. Ja, alles gut. So, Tisch abwischen, sauber machen. Ja. Prost, Kaffee. Es geht weiter. Ja, dann hatten sie ein Angebot. Bärenmarke Milch. 1,19. Genau. Ja. Zweimal habe ich hier mitgenommen. 3,8.
3,8 Fett. Prozent Fett. 3,8% Fett, genau. Dann habe ich für die Muckels nochmal schnell 4 Dosen. Die mögen jetzt momentan auch die zarte Pastete. Oh, okay. Von der Firma Caché. Mit Rind und Huhn. Und einmal mit Wild und Leber. Mal so wie viel essen die? Essen eh eine Büchse. Eine Büchse am Tag. Ja. Teilen sie sich jeder eine halbe Büchse am Tag. Ja, ja, ja. Und dann halt Trockenfutter, ne? Dann sitzt der Vivaldi sitzt dann vor dem Automaten. Wie sagen sie noch, dass da was rauskommt? Ja, weil man hat das Gefühl, er versucht es mit Hypnose. Hypnose oder mit telepathischen Kräften. Und wenn das nicht hinhaut, dann schmiert er mit dem Automaten, kommt aber auch nichts raus. Und dann wundert sich jeder, warst du am Automaten? Ich sage, nein, ich war nicht am Automaten. Dann waren es die Katzen. Die haben den mitgeschmiert. Wir haben gedacht, vielleicht kommt was raus. Also die gesagt, ja, die Tage waren die alle verteilt. Also haben sie im Flur hingeschoben mit die Automaten. Ja. Na, was ist? Na, Muckel, was ist denn los? Katzenfutter. Was ist denn los? Was ist denn los? Ja, was ist denn los? So, dann habe ich noch meinen Müllbeutel mitgenommen. Einmal 20 Liter. Quatsch. 25 Liter und einmal 50 Liter. Liter. Ja, dann hat Ille hier nochmal hier so Rockstar. Ja. Energy drin. Ja, das ist auch lecker. Sour Raspberry. Ja, und dann. Warte, Moment, wir haben auch noch Muckelfutter hier. Hatten sie auch im Angebot, ne? Ja, eigentlich schon. Aber war es nicht, doch nicht? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch wieder falsch geguckt. Und ist auch egal, für meine Muckels ist mir nicht so teuer. Hier sind immer noch 400 Gramm hier drin. Hähnchen, Mini-Steaks. Nee, Mini-Steaks. Ach, Mini-Steaks. Oder waren die Minuten-Steaks? Ist auch egal. Ist egal. Das mögen sie gerne. Ich muss das bloß immer ein bisschen klein schneiden. Ja, weil die haben ja keine Zähne, weißt du? Nee, nee. Ganz eigenartig. Ja, ganz gut. Ganz komische Kotzen. So, jetzt kommen wir mal zu der... Damit. Jetzt kommen wir mal zum Säugenkorn. Knoppers. Knoppers. Kokosriegel. Knoppers. Was war für Knoppers? Morgens um 10 ist die Welt doch in Ordnung. Richtig, genau. Jetzt ziehen wir dich ein. Knoppers einmal hier. Kokos, beides Kokos. Ach, beides Kokos. Zweimal Kokosriegel. So, und jetzt standen wir dann da bei Aldi. Was brauche ich bei Aldi, wenn ich zum Aldi gehe? Louisette. Und die Große hat ja nicht geschmeckt. Nee, die Große hat mir nicht geschmeckt. Okay. Nee, die schmeckt auch. Die schmeckt auch nicht. Ja, ist eine andere wie die. Die Zusammensetzung ist eine ganz andere. Also, meine Wochenration 7-mal. Da ist einer noch. Eine Wochenration 7-mal Nussette. Es gibt auch Tage, da esse ich gar keine Schokolade. Kann ich die so anders ausziehen? Nussette. Ach so. So, jetzt habe ich heute einen Bericht gelesen, dass die Schokolade... Ist das nur Säcke? Alles nur Säcke. Das siehst du, pass auf, nimm mal deinen Finger daraus. Ja, die sieht aber hier so anders. Guck mal hier. Ja. Ach so. Daran erkennst du sie auch. Naja, an der Grüne. Ja, alles gut. Und man findet sie immer... Bei Traubenuss. Die Schokolade soll teurer werden. Schon wieder? Ja. Warum? Weil die so viel isst. Die isst zu viel Schokolade. Oder ist die Kakaobohne teurer? Die Kakaobohne ist teurer. Okay. Die Kakaobohne ist. Also ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass sie teurer geworden ist. Meine ist teuer genug. Davon abgesehen. Aber es geht so um sich, dass es heißt, die Schokolade ist durch die Kakaobohne teurer geworden. Ist doch real. Ja, und dann schleiche ich so um Ille herum. Ich sage, eigentlich könnte ich ja mal wieder eins essen. Auch wenn es noch... Eigentlich wollte ich ja noch warten bis nach Ostern. Aber die ersten Glocken wurden ja schon gesichtet. Die ersten Glocken wurden auch schon gesichtet. Oder die ersten Eier oder was war das? Nein, die ersten Glocken. Die ersten Osterglocken wurden auch schon gesichtet, ja. Ein Marzipanei.
Ja, hat er sich gegönnt. Das. Ey, 1,50, dann hast du früher die Hälfte für bezahlt. Ja. 69, 70 Cent. Ja, ja. Höchstens 99 Cent. Ja. So, Kinder, das war's. Ja, alles. Ja. Das war's. Ende im Gelände. Genau, dann haben wir uns noch gegönnt. Neue Zahn, elektrische Zahnbürste von Oral. Habe ich zum Geburtstag gekriegt. Ja. Aber nicht nur ich, Ille hat sich auch gegönnt. Ja, weil es ein Zweierpack war. Weil es ein Duett war. Genau. Die dritte Generation. Ja, dann habe ich mir einen neuen Tisch gegönnt. Ja, den Aufbau habt ihr ja im Short gesehen. Genau, ist schön der Tisch. Genau, ja, mehr war eigentlich nicht. Nur jetzt sind sie auch. Die ganzen Temo-Pakete, jetzt trudeln so langsam alle ein. Am Wochenende ist wieder Videodrehtag. Da ist dein Bruder, Muckel. Da ist er. Da drehen wir dann die ganzen Video-Temo-Holz, Temo-Tanten-Holz ab. Ja, die drehen wir immer an einem Tag ab. Ja. Da ist wieder, trudeln jetzt alle ein. Halara kommt auch noch. Halara-Holz kommt auch noch. Aber da musst du ja erstmal die Hosen haben. Wir konnten uns die Hosen. Ja, die sind. Die kommen morgen. Die sollten eigentlich heute auch in die Parkstation kommen, aber nun kommen sie morgen. Und ja, genau. Kommt auch noch ein Video zu. Dann habe ich. Ich habe mir beim letzten Halara diese Magic Jeans von Halara ausgesucht. In 3X. Die ist mir zu groß. Also die rutscht mir immer runter. Die ist mir zu groß. Wenn jemand fülliger ist als ich, ja, also ich als ich, ihr kennt mich, ja, also ich trage in der Regel, 52 wird mir auch schon zu groß. Ja, so, ja, von 48 bis 52, aber eher, ja, kommt immer drauf an, aber die ist 3X, das ist glaube ich eine 52, 54. Naja, auf jeden Fall. Ist mir zu groß. Die rutscht mir ständig runter. Ja, wir sind den einen Abend nach Ikea gefahren und da sagst du, du musst den Wagen halten, ich muss meine Hose festhalten. Ja, genau. Die rutscht, ist mir einfach zu groß. Wenn jemand die haben möchte, kann er sich gerne an mich wenden. Nur Porto müsstet ihr halt übernehmen. Ne? Also schreibt es in die Kommentare. Ja. Gut. Ach so, Mensch, wir haben jetzt wieder die. Wir haben ein kleines Problem. Die Häkelnadel und diesen, wo man die Wolle so ruff macht, ne? Wir wissen nicht mehr, in welchem Video das war. Doch, ich hab's gefunden. Hast du gefunden? Ja, ich hab's gefunden. Okay. Ja, wir müssen bloß noch, ich muss bloß mal gucken, wer da alles mitgemacht hat. Ja. Kriegen wir irgendwie auch noch hin. Ja. Entweder ist es jetzt im Abspann, dass ihr sehen könnt, wer das gewonnen hat, oder wirklich dann beim nächsten Mal. Es tut uns leid, aber ja, es geht ja nicht verloren. Wir haben es auch nicht vergessen. Nein, ja. Wir haben es so, auch dann nicht liebe Angelika Rose, heißt Rose, ne? Rose. An dich ist jetzt inzwischen der Staubsauger angekommen. Bitte gib mal Rückmeldung, ja? Ja. So, okay. Ja, nee, das war. Ach, liebe Steffi, auch an dich, da wir ja nun gestern nicht einkaufen waren. Sind wir heute einkommen, wir haben deine Socken hier liegen gelassen, also die gehen dann, wann gehen die raus? Morgen? Morgen. Gehen dann morgen erst raus. Verbinden wir mit einem Spaziergang. Ja, die gehen dann morgen erst raus, also nicht böse sein. Die selbst stricken, die ich für dich gestrickt habe, gehen dann morgen erst raus. Ja genau, das war's, ihr Lieben. Wetter ist super, soll aber wieder kälter, wenn das meine Frau ist, soll der Winter soll zurückkommen. Ja. Lassen wir uns mal einfach überraschen. Ne? Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja. Gut, okay, dann würde ich sagen, das war's heute. Ja. Ja, nichts mehr. Nö. Nö. Wir haben nichts mehr noch zu sagen. Noch Anliegen? Nö. Nein. Gar nichts. Alles gut. Ich lieg nur an. Ja, wir liegen nur an. Wir legen uns gegenseitig an. Ja. Okay. Ja, das haben wir jetzt. Den Fuchs haben wir erzählt. Die Ecke haben wir erzählt, da muss ich dir noch das Bild schicken, wo er denn da rausguckt. Mhm. Ja, naja, dann ist erledigt. Alles erledigt. Okay, ihr Lieben, dann bedanken wir uns, oder ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich auch. Fürs Anschalten, Abschalten, Umschalten, Wegschalten. Daumen runter, Daumen hoch, Support ist Support. Mein Gott, wir sind jetzt bei 4.752.
Oh, noch 248, dann haben wir die 5000 geknackt, dann gibt es eine dicke Verlosung. Ich tanze aber nicht auf dem Tisch. Nee, dann gibt es aber eine dicke Verlosung. Bei 5000, wenn wir die 5000 geknackt haben, dann machen wir eine tolle Verlosung, sage ich euch. So wie es ist. Also haut rein in die Tasten. Ich bin okay. Ne, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns erhalten. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. GmbH? Ja, geh mal, mach mal, hol mal. Geh mal, bring mal, mach mal, hol mal. GmbH. Sag einfach irgendwie zu mir. Ja. Nö, Schatz. Ja. Schatz. Schatz, mach mal. Ja, mein Schatze Mausel Haselein. Ich sag mal Schatzi Mausi Haselein. Schatzi Mausi Haselein. Ja. Ach, ist ja auch mein Schatzi Mausi Haselein. Und?